Okay, pass auf. Legen wir los. Mit diesem sehr interessanten Spiel. Deutsch. Wir spielen das natürlich hier auf der PlayStation 2. Ganz original. Wie immer. Hier wird ja nichts emuliert. Ihr wisst Bescheid. Was ist denn hier wieder? Ja, mach doch einfach 60 Hertz. Let's go. So. Hä? Ja, du darfst speichern. Auf geht's. Ich würde dir Dead Space echt ans Herz legen. Ja, hast du schon mal gesagt. Habe ich auch da. Aber ich wollte erstmal Gregory spielen. Warte mal, ich mach mich. Das Intro, ne? Warte. Brauchen wir natürlich auch noch eine gute Lautstärke hier. Was? Gregory Horror Show. Soul Collector. Aha. Das war erstmal vorrangig. Das war nämlich schon länger geplant. Dead Space. Irgendwann auch mal. Hab ja alle drei da. Okay, wie wir sehen können, sehen wir gar nichts. Ich stelle gleich die Bildschirmgröße ein. Mach ich gleich. So, Gregory Horror Show. Ein sehr interessantes PlayStation 2 Spiel. Ich drück mal die Starttaste. Das war ein geiler Schrei. Ich hoffe, die Lautstärke passt. Gucken wir gleich. Was ist denn hier? Oh, was ist das? Nee, das ist die Position an sich, ne? Okay, egal. Da können wir nicht wirklich was einstellen. Dann machen wir gleich ein neues Spiel. Schon mal gespielt. Nur angespielt. Es ist blind. Gerade Horrorspiele sollten unbedingt blind sein für die beste Reaction in einem Stream, oder? Oder in einem Let's Play generell. Bekommen Angst, weil der Horror steht. So heftig wird's, glaube ich, nicht. Es ist ein echt faszinierendes Spiel. Gregory Horror Show, so viel weiß ich, basiert auf einem japanischen Anime. Gut, da unten steht's auch, es kam so 2003 raus. Um ganz genau zu sein, hier muss ich jetzt gucken, 7. August 2003 kam es für PlayStation 2. Wir hier at Gregory House are committed to providing the kind of relaxation and peace of mind that will make your very soul tremble. We will make. Ist das Intro oder? Können wir bitte. Ich. Lass das mal so. Es basiert also auf einem japanischen Horror-Anime. Da gab es so eine Horror-Anime-Show. Ich weiß aber nicht, wann die lief. Lass mich gucken, oder? Schauen wir doch einfach nach. Und zwar lief die von 1998 bis 2000 und hat 88 Folgen. Kam aber bei uns oder so nie raus oder so. Auch, ich glaube, nicht mal in Amerika, glaube ich. Aber Hauptsache, das Spiel kam bei uns raus. Eben, basiert eben darauf. Und das sind halt sehr verrückte Characters und hat einen sehr interessanten CGI-Grafik-Look. Das schauen wir uns gleich an. Es geht halt darum. Naja, um was es geht, werden wir eigentlich gleich sehen, ehrlich gesagt. Ne, wir werden in einem Hotel eingeschleust und müssen Seelen sammeln. Deswegen der Untertitel Soul Collector. Naja. Ansonsten, den Rest kriegen wir, glaube ich, gleich raus. Wenn wir einfach mal auf ein neues Spiel klicken, dann lernen wir nämlich die sehr interessanten Charaktere kennen. Die erste Nacht. Genau, es sind, glaube ich, ich weiß gar nicht. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie viele Nächte sind. Es spielt halt. Wir wissen nicht. Ich bin gleich wieder da. How did I get here? I should have been home by now. Suddenly, I saw a bright light before me. It was the hotel. Do you need a room for the night? My. You certainly do Gregory. Look exhausted, don't you? Well then, I'll get a room ready for you. So, da sieht man auch schon den wirklich faszinierenden CGI Cell Shading. Ist es ein Cell Shading? Es ist ein sehr interessanter Grafikstil, oder? Die Charaktere sind so blockmäßig. Ganz interessant, ganz verrückt. Typisch japanisch fast schon eigentlich irgendwo. Das ist echt verrückt. Ja, bitte trag deinen Namen ein. Okay, wir sind hier irgendwie, wir haben einfach so ein Hotel gefunden. Keine Ahnung. Und checken hier jetzt einfach auch ein. Wir wissen nicht wirklich, ne, wie wir hergekommen sind, ne? So, Gecko. Ich muss gleich mal wirklich den Bildschirm mal gleich anpassen. Hattest du Glück, dass du einchecken durftest? Würde ich so nicht unbedingt sagen, glaube ich. Ich weiß ja nicht. Entschuldigung, aber bist du männlich oder weiblich? Wir sind männlich.
Das sind wirklich die crazigsten Charaktere. Werdet ihr gleich sehen. I'll be happy to show you to your room. I must say, we don't often receive guests at this hour. Ich hoffe, die Lautstärke passt. Wenn es ein bisschen zu leise ist, sag Bescheid. Dann mach ich's lauter. Perhaps you've somehow managed to lose your way. Or maybe you've just lost your mind. That was a joke. Have a pleasant sleep, my friend. You'll be needing it, believe me. And so I fell into a deep sleep and began to dream. Come on now, throw away all them worries. Forget about them. Huh? I can tell you ain't from around these parts. What's the deal, bud? Are you lost or something? Don't be embarrassed. You can tell me. What? You can't get back? Okay, how's about I make you a little deal? See, my job is removing lost souls from the living world. And that hotel is full of lost souls, what needs to be removed right away. Hoo-wah! If you go in and find them, I'll show you the way back. I even got some body you can use. It's a little small, but hey, what you gonna do, right? When you find them all, come see me again in your dreams. You got that? See you later, pal. Ich habe einen ohrenbetatenden Schrei aus dem Zimmer nebenan gehört. Und da sind wir auch schon. Gregory Horror Show. Ich sag ja, ein sehr faszinierender Grafikstil an der Stelle. Ich habe das mal angepasst, ne? Das Spiel habe ich ein bisschen gestreckt. Ist okay, oder? Vollbild ist ein bisschen schöner, habe ich gehört. Upsi, Entschuldigung. Da können wir, glaube ich, da ist noch ein bisschen was. Ein bisschen Rand ist da noch. Den will ich nicht. Moment. So ist besser, oder? Machen wir so. Was willst du? Ja, ich komme nicht aus dem Hotel. Was will ich tun? Seelen sammeln. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir haben gerade den Tod getroffen. Und er kann uns befreien aus diesem sehr merkwürdigen Hotel, wenn wir für ihn Seelen sammeln. Das ist die Hauptaufgabe des Spiels zumindest schon mal. Und hier kann ich nicht schlafen, obwohl das ein Bett ist. Ja, jetzt sind wir hier eingesperrt. Scheinbar, er hat gesagt, wir haben einen Körper bekommen. Also so wie es aussieht, waren wir eh schon eine Seele, oder? Weil wir haben diesen Körper bekommen. Dann gehen wir mal raus. Ich hab so hungry. Ah, okay. Wird selbst gelesen. Dann brauche ich nicht synchronisieren. Drücke die Dreiecktaste, um zu spähen. Wenn du durch ein Schlüsselloch schaust, weißt du, was in deiner Tür ist. Du kannst mit der Dreiecktaste auch in andere Orte hineinsehen. Mit der Y-Taste, ja, mit der Vierecktaste kannst du klopfen. Du kannst auf Objekte vor dir klopfen. Damit kannst du an Türen anklopfen. Ja. So ist das. Es ist ein bisschen duster hier. Vollbild oder passt? Sagt ihr. Das geht schon. Ja. Also wir werden natürlich dann später einfach auch von Kreaturen verfolgt. Wir müssen uns ab und zu natürlich auch verstecken. Ne? Also, typisch Horror-Game einfach. Das ist schon so ein bisschen Survivaling hier an der Stelle. Gucken wir einfach mal. Der Charakter hat zwei Ecken und Kanten, aber nice. Ja, ne? Bei euch ist es jetzt ein bisschen 16:9, ist halt gestreckter. Aber es fällt bei diesem Grafikstil nicht auf. Der ist so oder so kantig. Aber ich finde es ein bisschen schöner, guck mal. Sonst fehlt so viel Bild bei euch, wenn ich das jetzt, guck mal, so ist eigentlich original. Da fällt so viel Bild weg. Mach ich lieber so.
Vollbild ist hier schöner, denke ich. Okay, dann gucken wir doch mal. Also das ist ein echt sehr skurriles Game mit sehr skurrilen, voll geilen Charakteren. Angespielt hatte ich schon mal, tatsächlich, für so 10 Minuten, 20. Und ich musste mich echt davon losreißen, weil ich es echt super spannend fand. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit weiterspielen. Aber ja, habe mich dann gezwungen aufzuhören, damit wir das einfach gemeinsam hier mal erleben können. Und ja, also deswegen kenne ich das Tutorial ein bisschen. Gucken wir mal rein. Außerdem auch ganz interessant, dieses Spiel ist auf der PlayStation 2 ziemlich wertvoll. Man bekommt es gar nicht so richtig her. Ich kann ja mal schauen, bei wie viel es im Moment liegt. Das ist eins der wertvolleren, ziemlich wertvollen PS2-Games. Und habe ich natürlich mal wieder zum Glück irgendwie günstig gesnackt. Ja, ja, es kostet 100 Euro, 160, 140. Also unter 100 kriegst du es kaum her. Es ist ein ziemlich wertvolles Spiel. Ich bin froh, dass ich es besitze. So, dann gucken wir mal durch die Tür. Aha. Wen haben wir denn da? You're the one who moved in next door yesterday, aren't you? Also sobald die selbst reden, synchronisiere ich das nicht. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil die reden ja. I need to talk to you. Ich muss mit dir reden, ja eben. So go get the key that's on the counter in the lobby and bring it here. Okay. Unsere Aufgabe ist also, einen Schlüssel zu holen. Ist ein bisschen dunkel, oder? Ich bin da mal überlegen. To the lobby, just go straight and turn left at the end of the hall. Okay. Zombie-Katze! Das ist echt duster hier, ganz duster. Vielleicht kann ich es ein bisschen weiter machen. Upsi. Moment, Moment, Moment. Kleines bisschen vielleicht hier so. Ah, so ist besser, guck mal. Warum nicht gleich so? Haha. Muss ich meine Glubschis anstrengen. Ja, ich hab ein bisschen heller gemacht. Bisschen, ne? So ist, glaub, gut. Ich hab House of Ashes auch nur angezockt. Okay. Das ist das Neue, ne? Von der Reihe da. Ah, da bin ich ein bisschen raus. Das ist ja wieder ein bisschen actionlastiger. Ich mochte ja das Little Hope, weil es sehr Silent Hill orientiert war. Das fand ich ganz cool. Aber an die nächsten Teile habe ich gar nicht so Interesse, ehrlich gesagt. Huch, ist ja... Ih, konvertierte Steuerung. Können wir es umstellen? Nein, cool. Hä? Oh nee, wie geil, wir können generell in Ego laufen. Oh, wie gut ist das denn? Das ist ja geil. Aber da sind wir auch ein bisschen langsamer unterwegs. Aber das ist ja geil. So, da ist die Lobby. Können wir mal durchs Schlüsselloch spähen? Das ist halt so geil, dass wir da so spähen können. Aber ich weiß nicht, ist das immer noch zu dunkel für euch? Seht ihr genug? Sonst kann ich noch ein bisschen heller machen. Bei Bedarf. Ich meine, das soll ja natürlich auch ein dunkles Spiel sein, da gibt Sinn, aber... Naja. Ich finde Vollbild auch besser, ne? Schon so. Ich finde, es geht, aber ein wenig wäre noch besser, also heller. Na, ich guck mal, oder? Mach ich mal. Nein, ich filter. Mann, Mann, Mann. Wo ist es denn? Hier, zack, zack. Ah, ist das aber bescheuert. Oha. Jetzt aber, oder? Ist es aber jetzt hier. Das ist gut. Vor allem, ich hab's eh ein bisschen heller als ihr sogar, interessanterweise. Ich glaube, so ist gut. 150. Schauen wir mal kurz durchs Schlüsselloch. Stop that! Entschuldigung! If I may ask, what are you doing? Gar nichts. Entschuldigung. Das geht schon. Sieh alles, außer das, was rechts oben im Eck ist. Ist zu schwarz-weiß, ja? Ist zu dunkel für dich, ne? Du siehst nur dieses weiße Shirt. Mein Kopf ist alles zu dunkel. Mann, du bist doof. I must ask you to refrain from stepping behind the counter. Okay, Entschuldigung, ja. Der Tagesablauf in Gregory House. Jeder Hotelgast hat seinen eigenen Tagesablauf. Manchmal ist die Kenntnis des Tagesablaufs deines Gegners der Schlüssel zu deinem Ziel. Das ist halt eben auch das mega coole. Alle Hotelgäste, jeder hat hier seinen ganz speziellen Ablauf und für gewisse Sachen müssen wir halt einfach den genau richtigen
Zeitpunkt abwarten. So wie er. Jetzt müssen wir Gregory irgendwie von seinem Tresen da weglocken. Damit wir an den Schlüssel da rankommen. Aber ich weiß nicht genau wie. Reden wir doch einfach mal mit ihm. To the room next door? The cat that inhabits that room is the last remnant of a family that once caused us a great deal of trouble. A most dangerous cat indeed. Okay. He was once a beautiful creature with fine silky fur. Then, one stormy night, long ago, someone sewed everything shut. Eyes, mouth, okay. Ears. Das ist ja Lucky. Oh, und ich habe ihn genäht. Horrible thing. Was? Since then, he's been a nasty beast that attacks anyone who draws near. Deswegen habt ihr ihm diese Katze jetzt ins Hotelzimmer gesperrt, ja? As the manager of this hotel, I simply cannot allow you to have that key. Okay. Sehe ich anders. Oh, es ist schon 0.30 Uhr. Well then, I guess it's about time I made the rounds of the hotel. Verdammt, man sieht kaum was. Ich glaube, ich muss meine Cam weiter runterzwiebeln. Zumindest unter die Uhr. Ah ja, cool, geht nicht. Nee, schupp. Wie wäre denn so? Dann seht ihr auch tatsächlich die Sprechblase ein bisschen besser. Ich dock das mal an den Rand. Wie sieht das aus? Ist das was? Kann man machen, oder? Der Tagesablauf. Das hatten wir doch schon. Danke. Ich spoiler mal, dass ich keine Ahnung habe von dem Game. Achso, Mobot. Keine Tipps, Spoiler, Backseat Gaming, ja. Yeah. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, die meisten von euch kennen das Spiel wahrscheinlich nicht. Es ist ziemlich... Es ist ein Nischentitel. Es ist echt ein bisschen so eine... Wie sagt man? Hidden Gem. Genau. Und wie gesagt, auch ziemlich wertvoll. Jetzt ist er weg, jetzt können wir den Schlüssel nehmen. Ich habe ein Objekt gefunden. Ich habe das Schlüsselobjekt Schlüssel für Fist gekriegt. Ja, okay. Cam passt. Schlüsselobjekte sind Werkzeuge, die du überall mit hinnehmen kannst. Beispiel, der Schlüssel für das Vorhängeschloss. Achso, VS-Vorhängeschloss. Ah ja, mit Schlüsseln verdünnisierst du dich, wenn du in der Klemme bist. Taste X, okay. Es gibt auch andere Arten von Schlüsselobjekten, die keine Schlüssel sind. So, dann können wir ja wieder hochgehen, ne? So. Den ersten Stock. Achso, wir sind ja gar nicht hochgegangen. Hä, was ist mit mir? Solange du es vorliest. Was? Meinst du Cam? Es ist irgendwie, glaube ich, immer ein bisschen Text im Weg, ne? Lässt sich nicht ganz vermeiden, schätze ich. Aber die Sprechblasen oben jetzt wenigstens nicht mehr. Aber ja, ihr kennt mich ja, ich lese ja alles vor. Solange es nicht selbst synchronisiert wird. Lounge? Können wir mal reingucken, oder? Hallo. Das ist schon geil, irgendwie, wenn man da so spähen kann. Da läuft ein Fernseher. Oh Gott! Das Knarksen gerade, ernsthaft? Oh mein Gott. Ich glaube, darauf müssen wir bestimmt aufpassen, dass wir nicht zu viele Geräusche machen hier und da, schätze ich mal. Wo müssen wir jetzt eigentlich? Wo ist denn? Was ist denn das? Schnieschnarschnubbel. Ich kann gar nicht sehen, was da drauf steht. Mann, ich hasse invertierte Kameras. Das ist doch voll das Problem. An alten Spielen, die Cams sind noch andersrum. Mami Papa und Mami Dog. Also Mumie hier, ne? Oh. Judgment Factory. Okay. Hat gedacht, das wäre ein Pupsi. Ja! Unser Blockkopf hat gepupselt. Jacuzzi. Da guck ich mal rein, du. Ja, mal schauen. Ja, ne. Ach, natürlich sieht man nichts. Mist. Ein bisschen spannend beim Jacuzzi. Hm? Was ist denn hier alles, ey? Die Lautstärke passt, oder? Sagt ihr. So vom Pegel müsste es passen. An der Tür ist kein Schlüsselloch. Nun können wir auch nicht spielen. Nee, wir kamen echt nicht von... Da ist es ja. Da ist es ja schon. Oh, hi, Gregory.
Ich warte lieber, bis er vorbeigelaufen ist. Nicht, dass er sieht, dass ich plötzlich das Schloss aufmache, ne? Hi! Er horcht an der Tür. Okay. Sound is perfect, sagst du. Dankeschön. Ich denke auch, müsste passen alles. So, pass auf. Nein, auch Gregory, kannst du mal... Vor allem dieser Blick von uns. Hallo vielleicht? Hier ist alles klar. Ich habe den Schlüssel für das Vorhängeschloss verwendet. Wir spielen erstmal rein. Wir spielen nicht rein. Hallo? Hallo. Voll die Gefängniszelle, was ist das? Gehen wir mal rein. Cutscene? I'm so Nico Zombie. Is it dinner yet? We meet at die ist cute, oder? Endlich treffen wir uns. Guck mal, die ist irgendwie toll. Bin mal im Lurk. Viel Spaß im Lurk. Guck mal, die ist halt tatsächlich zugenäht. Voll krass. My name is Neko Zombie. Do you think I'm scary? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich die schnuffig. I don't need your sympathy. Okay, entschuldige. Bist du bereit, Gecko? Für was denn? The guests in this hotel are planning to keep you trapped here for all eternity. Toll. Yes. Die Gäste in diesem Hotel wollen dich gefangen halten, und zwar für immer. Du findest auch fliegende Gehirne cute. Hä? Jetzt habe ich ganz kurz an Destroy All Humans gedacht, das stimmt nicht. Warte, was war das mit den Gehirnen? Es waren keine Gehirne, Mann! Das weiß ich noch, dass es keine waren. Mensch, Blubberchen. Was war das denn jetzt? Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß nur, dass es keine waren. So they're not going to give up their souls that easily. Oh, Metroid, klar. Klar. Hey, lass the baby. Jetzt weiß ich sie wieder. The baby. Ne? Blubberchen. The baby is cute. Deswegen werden sie ihre Seele nicht so einfach aushändigen, okay. So. Deswegen musst du wissen, you have to know their weakness, wo ihre Schwachpunkte liegen. Wenn du die Seelen zurückhaben willst. First you've got to scope out their weak points without them noticing. Zuerst spielst du die Schwachstellen aus, ohne dass sie es merken. Now we'll practice peeking. Wir üben jetzt das Spiel. Geh in die Halle und schau durch das Schlüsselloch. Jetzt lese ich es doch vor. Weiß ich nicht. Neko Zombie. Okay, dann. Hat sie nicht gesagt, Lobby. Heute bin ich auffassungsfähig. Are you ready? Then go ahead and try peeking into my room. Okay. Ich spiele. Hallo? Did you see me? Ja. Das ist halt so ein cooles Feature. Wie sie schon gesagt hat, ne? Die Leute sind... Die jagen mich dann ein bisschen. Wir müssen halt echt bei jedem aufpassen. Naja, sehen wir dann alles. Das ist jetzt Tutorial. Jetzt lernen wir ja alles kennen. Jetzt verrate ich dir meinen Schwachpunkt. Essen. Essen ist... Lucky's Schwachpunkt. Okay, ich muss rausfinden, was sie am liebsten ist. Mindestens was lauwarmes und was Süßes. Ja, ich quietsche auch immer, wenn ich durchs Schlüsselloch gucke oder so. Okay, sie will was Warmes, Süßes. Wo kriege ich denn das her? Hallo?
jetzt rate mal, worüber ich gesprochen habe. Kartoffelchips. Andy. Banane, Eis, Zitrone, Schokolade. Sie hat auch warm gesagt. Lavakuchen. Was? Ja, aber es steht hier nicht zur Auswahl. Dann höchstens Schokolade. Hä? Warm? Da ist und... Schokolade. A dessert that's sweet and not too... Hat auch Nachtisch gesagt. Nicht zu heiß, ist Schokolade. Eine Stulle mit Nutella, oh geil. Oh, Schoki war richtig. Guck mal. That's it. Das ist für dich. I'll give you this. Ja? Die Seele. Is this what you're talking about? Ja, das ist das, worüber ich rede. I picked this up somewhere a long time ago. Here, you can have it. I don't need it. Mhm, danke dir. Zwölf Seelen. Hm, lass uns aufgaben. Zwölf klingt jetzt nicht so viel. Oh. Each of the guests in this hotel is carrying one. Okay. Jeder Gast hat eine Seele dabei. Okay. Dann sind es 12 Gäste. Ja, moin. Oh, jetzt können wir sie befragen. Was ist eine verirrte Seele? Ja? Die Seelen hier stammen aus flüchtigen Herzen und vergeblichen Hoffnungen. Sei lieber vorsichtig, sonst endest du genau wie sie. Wer sind die Gäste? Ja. Um vor ihrem unausweichlichen Schmerz zu entfliehen, haben sich die Bewohner von Gregory House für ein ewig dauerndes Umherwandern entschieden. Sie erfreuen sich am Leid von anderen. Deswegen solltest du immer auf der Hut sein. Warum tragen die Gäste Seelen mit sich herum? Sie haben die verirrten Seelen ohne Erlaubnis des Besitzers genommen. Wer war dieser ursprüngliche Besitzer? Darüber brauchst du dir nicht den Kopf zu zerbrechen. Ich will mehr über das Hotel wissen. Dieser Ort ist Balsam für deine müde Seele, ja. Du wirst jedoch schon bald merken, wie es dort wirklich zugeht. Okay, warte mal ganz kurz. Ganz kurz, muss ich mal was gucken. Ja, das hat ja gedauert. Hallo? Ja, wieder den Fall, dass es ganz leicht Async wird. Ich hasse alles. Ist auch egal, es fällt in dem Spiel nicht so richtig auf. Jetzt bin ich ganz da, musst du noch was in Far Cry 6 erledigen. Hm, wie ist das Spiel so? Habe ich auch im Auge. Aber willkommen zurück. Wenn wir nicht wieder nur auf Tische springen, ist 12 machbar. Es ist nicht Pesadello. Egal. So, how are you planning to deliver those souls back to death? An den Death. Wir müssen in deinen Träumen treffen, genau. Ja! Okay. So können wir die Seelen an Death übergeben. Mir gefällt es bis jetzt sehr. Hm. Natürlich auch typisch Far Cry-like, ne? Ich hab schon auch irgendwo Bock auf den sechsten Teil. Aber der Season Pass ist ganz cool, weil man da wieder Vars trifft, zum Beispiel. Und auch, Da habe ich seinen Namen vergessen vom Bösewicht von Teil 4. Ach, wir sind schon im Zimmer. Soll ich etwas schlafen? Ja, ein bisschen. Oh, mein Stuhl muss ich mal ein bisschen so machen. Besser. Hallo, Death. Der ist so cool. Eine. Die erste Nacht. Eine Seele. Aha. Okay, then. Hand it over, like we agreed. Ja. Bitteschön. Hey,
Thanks a lot. Here, I'll stamp your card for you. Okay, danke. Oh lol, cool. Wir können Stempel sammeln. Nice. Gehst du schlafen und wir beide treffen uns in einen Traum. Good luck there, buddy. Wie cool ist denn Death? Hä? Eco-Zombie. Oh, cool. Oh, wie cool. Ah, ja.